Fahrradkontrolle in Braunschweig. Martin Osadnik hat einen Fahrradfahrer gestoppt, der mit Kopfhörern unterwegs war. Doch es gibt noch weitere Probleme. Ihr Fahrrad ist nicht verkehrssicher. Oh, klingeln Sie mal. Ja, das stimmt. Richtig. Es fehlen auch alle Reflektoren an Ihrem Fahrrad. Das stimmt auch. Wenn Sie es dann aber wissen, warum rüsten Sie es nicht nach? Es geht um Ihre eigene Sicherheit. Im Dunkeln werden Sie mit Ihrem dunklen Fahrrad dunkle Klamotten gar nicht gesehen. Ja? Hätte ich gerne mal Ihren Personalausweis gesehen, bitte? Dankeschön. Ja. Halten Sie Ihr Fahrrad dann gerade wieder selber fest? Danke. Die Adresse, die hinten drauf steht, ist noch passig? Da wohnen Sie noch? Richtig. Gut. Wir haben jetzt mehrere Sachen, die zusammentreffen. Einmal die fehlende Verkehrssicherheit des Fahrrades, sprich vorne ein weißer Reflektor, hinten ein roter. Insofern, da muss ich mal gucken, nein, ist auch nicht. Leuchtet die Lampe hinten weiß oder rot? Die rot. Okay. Genau. Dann fehlen die Speichenreflektoren, die Pedalreflektoren und die Klingel. Also eigentlich so ziemlich alles, was ein verkehrssicheres Fahrrad ausmacht. Ja? Ich werde mir das Ganze jetzt notieren. Alles klar. Dann bekommen Sie eine Mängelmeldung. Dann haben Sie eine Woche Zeit, Ihr Fahrrad in einen verkehrssicheren Zustand zu verbringen. Ja? Alles klar, ja. Und dann, wenn Sie das getan haben, ist es erstmal erledigt. Tun Sie das nicht, würde ich eine Anzeige gegen Sie schreiben. Das würde Sie dann mehr kosten, als die Teile, die Sie kaufen müssen. Nee, das ist sehr viel. Ja? Mittlerweile gibt es auch schon Aufkleber in Rot, in Weiß, in Orange, die Sie sich kaufen können. Ja? Ja. Dort ein kleiner Blick, ja? Ja. Hast du eine Meldung einer Frau? Nee. Hol mal bitte aus dem Auto. Bring am besten mal meinen kleinen Koffer mit, ja, der neben dem Fahrersitz steckt. Das Fahrrad ist im rechtlichen Sinne verkehrsunsicher. Das bedeutet für den Herrn noch, dass er im Anschluss an die Kontrolle das Fahrrad schieben muss. Dort, ein kleiner Augenblick, weil unsere Mängelmeldungen sind im VW-Bus auf der anderen Straßenseite. Die Kollegin muss das holen. Ist kein Problem. Aber danach geht's schnell. Zeit habe ich, alles gut. Ja? Ja. Wie gesagt, diese Zugussteile kosten nicht viel. Nee, es ist überhaupt kein Problem. Mit den Pedalen könnte ein bisschen schwierig werden. Da müssen wir mit Aufklebern arbeiten, genau, bei den Klickpedalen. Gut, jetzt ist es noch hell, ja, aber im Dunkeln, Sie fahren auch im Dunkeln, gehe ich von aus. Das stimmt. Magst du mal kurz halten? Da der Radfahrer einsichtig ist, verzichtet Martin Osadnik auf ein Verwarngeld. Das ist für unsere eigene Sicherheit und ja, wenn etwas fehlt, dann muss man das nochmal nachrüsten. Das ist kein Problem. So, ich habe Ihnen nur aufgeschrieben, sämtliche Reflektoren fehlen. Wir hatten darüber gesprochen, man muss es nicht einzeln aufschreiben. Alles klar. Und die Klingel fehlt. Wie gesagt, jetzt schieben. Na, wir sind noch ein bisschen hier, wenn Sie es schaffen, bei einem Fahrradladen sich das jetzt zu holen und dran zu schauen, können Sie gerne wiederkommen, dann erledigen wir es vor Ort. Alles klar. Ansonsten können Sie zu jeder Polizeidienststelle mit Ihrem Fahrrad und dem weißen Zettel. Und der weiße Zettel wird dann zu mir geschickt. Alles klar. Ja? Nee, ich versuche es gleich dann zu machen. Und dann. Okay. Genau. Dann vielen Dank. Ja, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Danke, genau. Tschüss. Tschüss. Seit Jahren steigt die Zahl der Fahrradunfälle in Deutschland. Schwere Unfälle passieren meistens dann, wenn die Fahrer die Vorfahrt missachten, keinen Abstand halten oder abgelenkt sind. Bitte? Bitte mal an. Schönen guten Tag. Leo? Bist du nochmal? So, schönen guten Tag, sagte ich schon. Sie sind dabei beobachtet worden, wie Sie auf dem Fahrrad fahren mit dem Handy. Romantiert oder telefoniert, zumindest damit wir es getan haben. Sie müssen mir dazu keine weiteren Äußerungen zu machen. Der Kollege hat Sie zum Beispiel beobachtet. Na gut, ich gebe zu. Okay. Hätte ich gerne Ihren Ausweis gesehen. Ja. Die Aufmerksamkeitsteilung zum einen. Komplexe Verhältnisse im Straßenverkehr, auf der anderen Seite Handy. Ist
ähnlich oder vielleicht sogar noch schlimmer als beim Fahrzeugfahren. Und deswegen hat der Gesetzgeber auch jetzt an Ihre Adresse gerichtet, dafür ein Verwarnmittelniveau von 55 Euro vorgesehen. Kann ich da doch gleich zahlen? So, wie möchten Sie denn bezahlen, auf Deutsch gesagt? Mit EC-Karte. Wenn es bar geht, weil... Nee, Bargeld nehmen wir schon länger nicht mehr. Ach so. Und ansonsten kann ich Ihnen das auch gerne per Post nach Hause schicken. Dann können wir es auch per Karte gleich machen. Ja, da muss ich sehen, dass ich ein Gerät bekomme. Ja? Muss mal gucken, wo die Kollegen so sind, die das Gerät haben. Okay, dort einen kleinen Augenblick. Behalte ich noch so lange? Ja? Alles klar. Kleinen Augenblick. Ja. Sensibilisieren reicht leider Gottes nicht. Wir müssen den Leuten ans Portemonnaie gehen, um halt da einen gewissen Lerneffekt erreichen zu können. Habt ihr ein Telecash-Gerät an Bord? Das ist positiv. Kannst du mal, wenn du die Kreuzung gequert hast, hier fahrt er jetzt gleich los, mal kurz anhalten und mir das Gerät mal kurz geben? Die Polizei Braunschweig führt heute im gesamten Stadtgebiet Verkehrskontrollen durch. So, wie ich Ihnen schon sagte, 55 Euro hat der Gesetzgeber vorgesehen. Ja. Ja, wollen Sie bezahlen mit Karte? Ja. Dann ist es erledigt. Ja, ja. Sie müssen nicht. Ich mach's ja gleich, wenn ich jetzt gleich vor Ort bin. Okay. Ist es eine kontaktlose Karte? Probieren wir es einfach mit aufnehmen. Sollte. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Manche funktionieren nicht, warum auch immer. Jawohl. So, einmal Ihr Quittungsbeleg. Ja. Und tun Sie sich und uns einen Gefallen. Ja, wird nicht wieder vorkommen. So wichtig sind keine Telefonate. Und wenn sie wichtig sind, hält dann man... absteigen. Nee, einfach kurz anhalten. Absteigen müssen Sie noch nicht mal. Ja. Ja? Okay? Alles klar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Kommen Sie gut nach Hause. Kannst losradeln. Ja. Tschüss. Schön aufpassen. Ciao. Ja. Martin Ostadnik und Leonie Lohe kehren nach 4 Stunden Kontrolle zurück zur Dienststelle.